einfach ein bisschen Zeit, um noch ein bisschen zu reden und so, ne? Heute gibt es bei uns Döner, weil ich Bock drauf habe. Und weil das so schön klein geschnitten ist immer und so, ne? Dass ich da dann auch mal... Wir gucken mal. Ich war da noch nie drin, aber wir gucken mal. Gucken uns mal um. Was auch immer der hier zu suchen hat. Oh, hallelala. Ich hab die auch schon in Origins. Schon wieder ein. Wie viele habt ihr, Hawk? Mehr als du. Ich habe halt auch so übelst Hunger, ne? Ich könnte eine ganze Kuh fressen. Naja, Codex und Truck, okay. Da geht's zum Sonderhügel. Ware des Nixus-Golem, okay. Oh, wie krass. Okay, das ist cool. Ja, moin. Okay. Ja. Moin. Gehen wir mal zurück zum Sonderhügel. Junge. Ich kann noch immer nicht glauben, dass Hawk euch gerettet hat. Das sagt ihr schon seit Jahren. Hättet ihr mich den Kunari übergeben? Nein, aber ich weiß, was ihr mit ihren Gefangenen macht. Das war in eine hirnlose Arbeiter. Wie gesagt, sie verschwenden nichts. Oh. Wenn ihr Hawk danken wollt. Sie steht da drüben. Ach Gottchen. Seltsam. Warum sollte der Meuchelmörder wollen, dass die Dalish seinen Aufenthaltsort verraten? Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das jetzt der Weg zu dem Typ hier ist oder ob der Weg hier weiter. Oh, sorry.
solche Kuhkörs. Okay. Wir gucken uns erstmal hier hinten um und gucken uns dann da um. Würde ich einfach mal vorschlagen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier eher in eine Sackgasse laufen. Man sieht, dass wir wirklich beim Meuchel. Ja, dachte ich mir. Siehst du? Da ist eine Truhe. Kann Barrick öffnen. Das Spiel. Ja gut, hätte jetzt auch sein können, dass da jetzt irgendwas verborgen ist oder so. Deswegen gehe ich halt immer gerne alles ab. Aber man weiß nie, was man findet. Deswegen. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Plus 42 Gesundheit, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So wie diese Fallen aussehen, hat der Meuchelmörder zwei. Ohne mit Gesetz. Gerechnet. Lass mich raus. Ich liebe solche Aufgaben. Ah! Dass ihr auch immer so doof seid und da reinlauft, ne? Schön. Okay, ich finde irgendwie ständig irgendwelche Ringe. Hier sind noch mehr Meuchelmörder. Keiner macht dich. Also euch hatte ich nicht erwartet. Es hat schon so nach Leder aus Antiva gerochen. Isabella, meine allerliebste Piratenbraut. Solltet ihr nicht längst tot sein? Das könnte ich euch auch fragen, Verehrteste. Wir hatten wohl beide das Glück, mächtige Freunde zu finden, was? Wie geht es euch? Mein Name ist Sevran Aranai, Abenteurer und gelegentlich Meuchelmörder. Ich habe mit einem Überfall der Krähen gerechnet, aber nicht mit dem mächtigen Champion von Kirkwall. Woher wusstet ihr, dass ich der Champion bin? Kunari-Töter, Erforscher der tiefen Wege und eine Schönheit, die selbst die Götter mit Neid erfüllt. Ihr unterschätzt euren... Sephiroth. Woher kennt ihr beide euch? Woher kennt man Isabella üblicherweise? Wenn ihr so weitermacht, lernt ihr Isabella erst richtig kennen. Ich nehme an, ihr sprecht nicht über Vögel. Oh, sagt jetzt bitte nicht, dass ihr die Krähen von Antiva nicht kennt. Wir sind die beste Meuchelmördergilde, die es gibt, aller Orten gefürchtet, von jedem Mann mit wohlhabenden Feinden. Ach ja. Ich sollte lieber sagen, sie sind das. Ich bin keine Krähe mehr und diesen Umstand erachten sie als unerträglich. Ihr habt doch sicher nicht nur einfach die Gilde verlassen. Für die Krähen ist das Beleidigung genug, das könnt ihr mir glauben. Ich habe außerdem die letzten vier Meuchelmörder getötet, die sie auf mich gehetzt hatten, und deren Männer und den Gildenmeister.
Wenn ihr eine Krähe wärt, könntet ihr mit meiner Festnahme ein Vermögen machen. Ihr solltet über einen Berufswechsel nachdenken. Ich hatte mir euch größer vorgestellt. Ah, lasst mich raten. Ein Mann namens Nanzio hat euch gebeten, einen gefährlichen Mörder einzufangen, richtig? Was hat er diesmal erzählt? Dass ich seine Gattin umgebracht hätte, seine Eltern abgeschlachtet, seine Kinder in die Sklaverei verkauft? Oder hat er gesagt, er sei ein Gesetzeshüter aus Antiva, der einen absurd gut aussehenden Flüchtigen dingfest machen müsse? Er sagte auch, ihr wärt ein gesuchter Mörder. Oh, doch, absolut. Aber das würde wohl genauer betrachtet für jeden Anwesenden hier gelten. Bringt mich zu Nanzio, wenn ihr wollt. Er hat mit Sicherheit vor, euch zu töten. Die Krähen schätzen im Gegensatz zu mir lose Enden überhaupt nicht. Aber ihr könnt euch augenscheinlich ja durchaus zur Wehr setzen. Wozu sollte ich mir also Sorgen machen? Ihr könnt mich also entweder fesseln, knebeln und dann Schindluder mit mir treiben. Oder ihr bringt mich zu Nanzio. Was wird es wohl sein? Ihr kennt ihn am besten. Was meint ihr? Ich hatte bessere. Ich meinte, ob wir ihn gehen lassen sollen oder nicht. Oh, natürlich. Ich würde ihn gehen lassen. Ich übergebe euch nicht an jemanden, der mich belogen hat. Ich würde vorschlagen, ihr klärt das mit Nanzio. Andernfalls habt ihr ihn mit Sicherheit auf den Fersen. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, verehrter Champion. So lebt denn wohl. Was das? Mehr gab es hier nicht zu holen. Wir enttäuschen. Okay. So Leute, ich muss noch mal ganz kurz pullern. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe wirklich momentan eine Blase wie ein kleines Mädchen. Ich bin sofort wieder da. Clips, aktiviere die Erscheinung. Ja. So, wir gehen direkt ins Antivana. Ich habe euren Meuchelmörder gehen lassen. Hätte ich das nicht tun sollen? Ihr hattet ihn und ihr habt ihn gehen lassen? Ich bin schwer enttäuscht. Und niemand enttäuscht die Krähen, ohne mit dem Leben dafür zu bezahlen. Ah, armer Dominanzio. Die Krähen lieben diesen Satz, aber ich bin der lebendige Beweis dafür, dass er eine Lüge ist. Warum sie auf dem Irrglauben beharren, Leute wie euch und den Wächter töten zu können, das wird mir wohl ewig verschlossen bleiben. Ich versichere euch, diese Bürde macht mir täglich mehr zu schaffen. Ihr seid nichts weiter als ein Verräter und ein Feigling, Sevran. Ihr werdet hier sterben. Wohl eher nicht. Ja, sicher. Wollen wir doch mal sehen, wie ihr euch dabei anstellt. Ich wollte gerade Sephron angreifen, weil ich dumm bin. Ihr wollt doch bestimmt das Lager plündern, oder? Ja. Sagt Bescheid, wenn ihr... Was machst du da? Es war leicht. So. Ausgezeichnet. Meinen früheren Waffenbruder zu töten, erfüllt mich mit eigentümlicher Befriedigung. Ich kann euch nicht viel als Belohnung anbieten, Champion, aber nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Liebste Isabella, es war mir ein Vergnügen, euch wiederzusehen. Ihr reist in bester Gesellschaft. Das war's? Ihr geht? Was ist mit Sex? Ah, Isabella. Ich habe euch wirklich vermisst. Das liegt daran, dass ihr so schlecht zielt. Zum Glück gibt es andere Verwendungen für euch. Das Mädchen hat seltsame Vorstellungen. Und er war bestimmt Mitglied einer Gilde von Meuchelmördern?
Okay, alles klar. Okay, ja. Ach, schön. Schön. Ja, hier sieht es ja, wild aus. Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Auch schön. Ah, das sind die Dragosteinminen, okay. Seid ihr bereit hineinzugehen? Ja. So bereit, wie ich nur sein kann. Wir müssen an den Seiten nach Dragosteinvorkommen Ausschau halten. Das hier sieht nach einem Dragosteinvorkommen aus. Ich brauche nur ein kleines Stück aus dem tiefsten Teil. Weiter drin müssten noch mehr sein. Es sind immer mehr. Ja, da muss man sich so. Hier ist noch mehr Dragostein. Weiter drin müssten noch mehr sein. Ja, ja, schon klar. Schon klar. Ich hab sie. Wir gucken uns aber trotzdem ganz genau um. Guck mal, hier ist sogar ein Tiefenpilz. Sehr nice. So, bestimmte Sachen kriegt man halt auch nur in gewissen ja, Abschnitten des Spiels, was ich ein bisschen doof finde, aber... Hier ist ein Kistchen. So, wenn ich jetzt quasi da weiterlaufe. Passt auf, wo ihr hintretet. Jetzt hier oben. Ja. Weiter drin müssten noch mehr sein. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Ihr kennt das doch. Ach, hier ist eine komplexe Truhe. Ich liebe solche Aufgaben. Find es echt? Okay. Mann! Böse Spinne! Oh! Oh mein Gott! What the fuck ist das? Noch mehr sein. Das war schlimm. Das war, das war eine sehr schlimme Erfahrung für mich.
Das dürfte genügen. Schön. Dass ich traumatisiert bin, interessiert ja aber niemanden, glaube ich. Junge, ey. Bloß raus hier. Boah. Ich danke euch. Ich hätte nicht einfach irgendjemanden gebeten, sich für mich dort hineinzuwagen. Es gibt noch eine weitere Sache, aber dafür müssen wir uns ungestört unterhalten. Okay. Solange keine Spinnen darin vorkommen, ist alles in Ordnung. Wir speichern mal ganz kurz. Ausweichen tatsächlich ein bisschen. Ja, Mutti hat sich nach da oben hin verzogen. Jetzt ist mir die Kinder Drache sich da oben versteckt und wir looten. Bruder, hör auf, mich anzufauchen, anzuspucken. Weiter. Aha, da sind noch mehr, deswegen kommt sie nicht runter. Das ist verdammt viel Blut. Die bedauerlich. Nee, Mutti da hinten will auch noch mal. Ist mir egal, wo du dich hin teleportierst. Ich werde dich trotzdem umbringen. Die auch wiederbeleben, so ist das nicht, ne? Aber ich glaube, das wäre halt nicht so cool. Ja, Mutti, komm runter! Da hast du Angst. Das wäre erledigt. Ja, wo landest du? Tja, hat er dir das Schwerhaft gewonnen? Nee, noch nicht.
also überhaupt gar nicht cool, so viele Drachen. Ja, natürlich. Pumpst du mir auf die Tour. Das sieht schon direkt viel cooler aus. Okay, dann haben wir schon mal so ein bisschen was hier. Ja. Okay. Stab von Verlockung. Ne, den haben wir ja schon. Ich glaube über 40.